Rund 40 STM-Fans machten sich am Freitagabend auf den Weg nach Nažice. Nach einer sehr langen Busfahrt und zurückgelegten 1259 Kilometern wollten sie ihre Mannschaft in der dritten Runde im EHF-Pokal anfeuern. Der SCM hatte das Hinspiel zu Hause mit 31:22 gewonnen und startete nun mit einem 9-Tore-Vorsprung in die Rückrundenpartie. Die Magdeburger dominierten von Anfang an und ließen den Gastgebern keine Chance. Aber schon in der 8. Spielminute wurde das Spiel von einer Verletzung überschattet. Keeper Dario Quenstedt verletzte sich am Knie und fiel für das restliche Spiel aus. Dennoch ließen die Magdeburger keine Führung der Gegner zu. Rechts außen Daniel Pettersson trifft hier, um den Vorsprung weiter aufrechtzuerhalten. Auch die zahlreich mitgereisten Fans feuerten seit der ersten Minute lautstark ihre Mannschaft an. Zu Beginn der zweiten Halbzeit schlichen sich Fehler auf Seiten des SCM ein und die Gastgeber nutzten die Chance zum Ausgleich. Nach Dario Quenstedt verletzte sich auch Nemanja Zelenovic. Er brach sich hier das Nasenbein und fiel aus. Aber die Magdeburger erkämpften die Führung wieder zurück und immer lautstark zu hören die Magdeburger Fans. Am Ende gewann der SCM auch das Rückspiel deutlich mit 27:30 und erreicht souverän die Gruppenphase im EHF-Pokal. Die Gegner werden am 1. Dezember in Wien zugelost. Magdeburg-Fans, Dankeschön für die Unterstützung. Das ist Wahnsinn, dass ihr so lange im Bus hier gefahren habt für unsere Unterstützung. Toll, toll, toll. Dankeschön. Ich denke, das ist schwer. Das ist auch cool zu spielen, dieses Europaspiel. Und ich möchte gerne fahren zu Schweden oder Dänemark, um vielleicht Porto oder San Rafael. Das ist immer schön im März und Februar. Yeah. So, aber wir möchten gerne ein Trophäe haben diese Saison. Und jetzt ist vielleicht die beste Chance im Europaspiel. So, Also, die SCM-Europareise kann weitergehen.